Moin ihr Lieben, die Nacht war kurz, der Tag ist lang. Kaffee habe ich auch noch keinen, aber keine Angst, der kommt gleich. Der potschert gerade im Hintergrund in der Küche. Ich sitze hier im Esszimmer vor meinem schönen Bücherregal. Und letztendlich geht es darum, ich möchte euch eine kleine Ausrüstungsidee nahebringen. Und zwar meine Dubbelsdose. Und ja, damit es so auf sich hat und ob euch das eventuell interessiert, könnt ihr ja dann eben halt gleich sehen. Ich erzähle ein bisschen dazu und was ich mir dazu gedacht habe. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Und ansonsten, wie immer, bitte weiterklicken. Ne? Ja, und jetzt kommt erstmal ein Käffchen. So, Käffchen ist fertig. Beziehungsweise die erste Tasse habe ich mir schon mal gestibitzt aus der Kaffeemaschine. Wie gesagt, im Hintergrund ist er noch den Rest am rausbrotschern. Morgens brauche ich immer meinen Kaffee und sowieso, Kaffee ist Lebenselixier. Gerade bei so wenig Schlaf in der letzten Zeit, wie ich den momentan bekomme. Ja, aber da wollen wir nicht drüber reden. Es geht hier um diese tolle kleine Dubbelsdose. Die hat schon einige Benutzungen auf dem Tacho, ne, wie man sieht. Und da geht es darum, diese Dubbelsdose hat meinen Kochtopf ersetzt. Die hat ein Fassungsvermögen von 750 Milliliter. Nutzbar davon sind ca. 650. Ist ja bei Tassen immer so. Da hat man ja dann auch eine Milliliter-Angabe, die quasi Oberkante, Unterlippe ist. Und die ist halt nicht wirklich nutzbar. Sprich, bei 700er Tassen sind da so, sag ich mal, maximal 670 nutzbar. Und da wird es echt schon knapp. Ich würde eher so auf die 650 Milliliter gehen. Jedenfalls geht es darum, ihr wisst ja selber, wenn die dann voll mit Wasser sind und ihr kocht und das sprudelt, dann geht euch das auf den Kocher, auf euer Feuer, habt da riesen Bohai, Qualm etc., alles Müll. Deswegen mit Größenangaben sowieso, wenn ihr einen Becher oder so euch holt, besser eine Nummer größer holen als eine Nummer zu klein. Da kommen wir wieder zu dem Thema Formfaktor. Wenn ihr dann hier, sag ich mal, so einen Becher habt, klar, ihr könnt den in irgendwelche Flaschen könnt ihr da reinstecken als Getränkehülle. Aber letztendlich ist das Format von so einer Tasse eigentlich immer ein relativ störender Faktor im Rucksack. Zumal die Form an sich immer viel Platz wegnimmt. Da ist das mit der hier anders. Die hat eben halt diese leicht abgerundete, längliche, flache Form. Und die ist da eben halt wirklich in der Hinsicht vorteilhaft, die Form, dass die gut im Rucksack passt und praktisch auch noch für mich ein Behältnis ist. Da sind noch ein paar Sachen drin, zu dem Inhalt kommen wir später. Und die nimmt relativ wenig Platz weg bei mir im Rucksack, in meinem Ausrüstungskonzept. Sprich, ich habe einen flachen, länglichen Körper anstatt einen zylindrischen, breiten Körper. Und das ist für mich in der Hinsicht interessant, dass ich den in kleine Taschen schieben kann und quasi einfach rein in den Rucksack und auch sehr leicht raus. Ich muss nichts irgendwo dran reinstecken etc. rausnehmen. Klar, kann man alles machen, möchte ich auch jetzt hier nicht schlecht reden. Für mich ist das eben halt interessant, weil ich habe hier gleichzeitig, wie gesagt, andere Ausrüstungsgegenstände drin. Habe die Möglichkeit, hier mein Wasser nicht schlechter und nicht langsamer zu kochen. Der Deckel hier dieser Brotdose dient mir gleichzeitig noch als Bratpfanne. Ich habe hier also ein echtes Multi-Use. Ja, gleichzeitig, wenn ich den Deckel nicht brauche, weil ich gerade was anderes koche, kann der Kocher da drauf stehen. Ich habe quasi eine Unterlagefläche und habe die Möglichkeit, Sachen stabil, wie einen Kocher zum Beispiel, stabil auf dem Boden abzustellen. Wenn ich zum Beispiel mit dem Robo koche, ist das sogar meine Feuerunterlage. Man sieht hier so leichte Schmauchspuren, sprich, damit mein Hobo nicht den Boden verschmaucht, weil das wird ja auch wenig teilweise beachtet. Klar, da gibt es so Feuerbleche, aber letztendlich fällt immer Kohle raus. Und wenn ich quasi den Deckel mit der Seite hier nach unten tue, dann habe ich hier so einen kleinen Rand und dann fällt die Asche hier drauf zuerst. Auch für mich sehr wichtig. Ja, kommen wir zum Inhalt. Als erstes,
Ich habe mich hier bei der Dose so ein bisschen an diesem Wildo-Camping-Set orientiert. Ist eine sehr geile Idee, was die Jungs da hatten von Wildo. Ich habe es eben halt so umgebaut, dass ich gleichzeitig eine Metalldose habe. Damit kann ich dann auch kochen. Aber ihr werdet viele Gemeinsamkeiten erkennen. Als nächstes hier ein selbst zugeschnittenes Brettchen. Sehr dünn aus dünnem Kunststoff. Reicht aber dafür, dass das Messer nicht stumpf wird. Und ist auch immer ganz angenehm, wenn man seine Speisen, die man gerade zubereitet, nicht im Dreck zubereitet oder auf dem Stein. Ich meine, ich bin da nicht fies vor, aber ein bisschen Kultur ist immer gut. Ne? Ja, das nächste, was hier ist, eine Fold Cup von Wildo. Ganz einfach, hat bei mir auch mehrere Zwecke. Das ist auch gleichzeitig meine Müsli-Schale. Das ist ein gutes Maß für, das ist eine Mahlzeit für mich hier. Das ist die Wildo 600er und die hat quasi in der Hinsicht für mich echt eine Mahlzeitgröße. Sprich, wenn ich mir hier eine Tütensuppe mit ein bisschen Couscous reinmache, die dann so sämig anrühre, habe ich wirklich eine Mahlzeit, die mich sättigt. Ne? Also das ist ungefähr für mich eine Mahlzeitgröße. Des Weiteren ist hier eine Skala in 100 Millilitern drin zum Abmessen von Flüssigkeiten, Wasser vornehmlich, ne? Was anderes müssen wir ja nicht in der Hinsicht messen. Aber eine Maßskala ist da für mich noch drin und es ist eben halt, die sehr angenehm zu reinigen. Die lässt sich leicht reinigen, sprich, wenn ich mir ein Süppchen mache oder so, reicht das für mich voll und ganz aus, wenn ich die hier raus esse. Sprich, hier mit meinem Wasser koche, das dann zum Essen nehme. Einen kleinen Gegenstand, den ich schnell wegfalten kann, den ich dann irgendwo bei Bedarf dann reinigen kann. Da fällt dann auch nicht so viel Schmutz raus, wenn ich zu dem Zeitpunkt keine Möglichkeit habe, den zu reinigen. Was ich eigentlich immer habe, weil ich koche immer mehr Wasser, als ich brauche, damit ich nochmal nachher säubern kann, die Sachen mit warmem Wasser und mit einem. Ich habe von Sea to Summit so eine natürlich abbauende Seife, ja, sprich die hinterlässt keine, die schäumt auch nicht. Ist einfach nur säubernd. Ja, das war der. Dann habe ich hier eben halt einen Potgrabber. Der Potgrabber an sich ist, also Topgreifer. Funktioniert hiermit. Heißt, ich habe meine Bratpfanne. Ja. So, vom Format her passt da auch wirklich echt gut auch eine Menge Öl rein, weil der Deckel so leicht gewölbt ist. Sprich, ich kann mir hier auch wirklich schön was anbraten. Ich habe mir hiermit schon x Spiegeleier in richtig geiler Verfassung gemacht. Ich habe mir hier Speck drauf gebraten, meine Würstchen schon gebraten. Ich habe meinen Wildhackburger habe ich da auch drauf gebraten. Also soll mir keiner erzählen, dass das damit nicht geht. Und das geht wirklich gut. Ja, also bin ich echt von angetan. Und da hat sich nichts verzogen. Gar nichts. Ja, ja, der Potgrabber funktioniert natürlich auch hiermit. Ja, sprich, mein Topf funktioniert mit diesem Potgrabber auch und ich kann das damit anfassen. Ja, des Weiteren habe ich eben halt hier noch einen Spork. Ne? Gleichzeitig mit getunten Dosenöffner und Flaschenöffner. Ne? Ja, letztendlich war das eigentlich der Inhalt dieser Box. Ja, Vorteil von diesem Format ist auch noch für mich. Na gut, hier sieht man leichten, sag ich mal, Verzug. Aber das ist mir sowas von egal. Die Funktion ist nicht beeinträchtigt, gar nicht. Gleichzeitig steht er natürlich sehr stabil auf, sag ich mal, einer runden Fläche. Ne, da kippelt nichts. Und ich habe eine stabile Ausgangslage, um was zu essen zu kochen. Und das geht auch wunderbar leicht hier im Fall. Ne? Ja. Dann komme ich noch mal dazu, zeige euch mal auch, wie der auf dem Kocher steht. Ja, dafür muss ich den Kocher aber mal eben holen. Ja, noch ein Schlückchen Kaffee. Hm. Hier ist zum Beispiel der Korpus von dem W34. Ja, den kann man natürlich hier ausklappen, wie ihr seht, mit den Haken. Also die Füße könnt ihr natürlich umdrehen. Dann habt ihr eine sehr stabile Aufstandsfläche. Und dann könnt ihr einfach, sage ich mal, ob jetzt das oder das, könnt ihr die Sachen da drauf stellen und das steht extrem stabil. Ne? Also da erzähle ich euch jetzt nichts. Ja, des Weiteren funktioniert die Brotdose hier auch noch mit, sag ich mal, meinem
selbst ausgedachten, super tollen Fischmundhaken. Ich habe hier für meine Edelstahlflasche so einen selbstgebauten Fischmaulhaken. Sprich, ich kann die auch noch hier drüber hängen und damit dann kochen. Ne? Das ist auch sehr stabil in der Hinsicht. Ne? Ja, also ihr seht, mit kleinen Sachen kann man hier wirklich super Sachen bauen. Und so eine in, sag ich mal, eingehangene Dose, die ist auch durchaus mal was wert. Und die Möglichkeit damit eben halt zu kochen ist natürlich auch in der Hinsicht reizvoll, wenn man mal über ein Feuer kocht oder so. Ja, gut, jetzt habe ich die ganze Zeit über meine Brotdose gelabert, 10 Minuten lang oder so. Und ja, darum ging es eigentlich. Ne? Vielleicht ist das ja ein bisschen was für euch. Überlegt mal, ausrüstungstechnisch habe ich dadurch einen richtig geilen Multi-Use. Ne? So komisch, wie das auch klingt, dass eine Brotdose eben halt ein Kocher ist oder ein Kochbehältnis. Eine Edelstahl-Brotdose kann das ohne Probleme ab. Also da geht auch nichts groß kaputt, bis auf ein bisschen Verzug. Und ich habe den Beruf des Schlossers erlernt und übe den auch noch unter anderem aus. Und ja, letztendlich kann ich euch da versichern, das kann die ab. Ne? Und so ein Haken hier, ne? Ein Fischmundhaken, ich kenne ihn unter dem Begriff nur, die kann man sich ohne Probleme selber nachbiegen. Das hier habe ich mir aus dem Baumarkt mitgenommen. Das war ein Stück Messing. Das habe ich einfach nachgebogen. Ja, und jetzt habe ich einen Fischmundhaken. Ne? Ja, der auch noch mit meiner Brotdose funktioniert. Würde natürlich auch mit dem Becher funktionieren, wenn ihr da, weiß ich, hier zum Beispiel kleine Löcher reinbohrt. Sowieso eine sehr einfache Sache. Ne? Anstatt eine Tasse zu holen mit einem fertigen Bügel, kann man einfach kleine Löcher reinbohren. Vornehmlich da, wo die Griffseite ist, weil da trinkt keiner. So kenne ich keinen, der so trinkt. Wenn, dann trinken wir alle so. Zwei Schluck Kaffee. Und das während des Videos. Nee, dann könnt ihr euch lieber hier, sag ich mal, noch zwei Löcher reinbohren. Und könntet dann zum Beispiel hier auch, sag ich mal, über dem Feuer mit kochen, ohne dass ihr es aufstellen müsst. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich wünsche euch echt noch einen prima Tag und ja, bis später. Und wie immer, bleibt sauber und ich freue mich. Danke für eure Zeit und ja, mal schauen, was der Tag noch bringt. Macht's gut. Ciao.